Ja, hier sehen wir, wie die Polizei einen Mann in Blauen nach seinem Ausweis fragt. Daraufhin nimmt ihm der Polizist sein Handy weg, er dreht durch und daraufhin gibt es eine leichte Schlägerei mit anderen Randalierern, Passanten, sagen wir mal so. Ich zeige euch jetzt mal, wie sowas in Kroatien abgeht. Weil es so schön war, noch einmal hier einen Polizisten von hinten. Hier erteilt die kroatische Polizei einer Oma den Befehl, stehen zu bleiben, mit dem Hinweis, dass dieser Vorgang aufgenommen wird. Vergehen dieser Oma, sie ist über eine rote Ampel gelaufen, wohlgemerkt, über diese rote Ampel gehen täglich 500 bis 600 Leute drüber. Während der Polizist um Verstärkung bittet, per Funk, bittet diese Oma, bitte lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Ach, schauen wir uns doch mal an, wie man das so in Deutschland handhabt. Ja. Hier fragt der Polizist einen Passanten um den Ausweis und er stellt sich quer. Wir werden später in noch einem Fall sehen, wie man bei noch weniger Vergehen in Kroatien davon kommt. Junger Mann, der Händel, der schaut euch das mal an, was sich die deutsche Polizei gefallen lässt. Sie lässt sich rumschubsen, schlagen. Das ist. Hey, zieh dich in runter, Mann! Da ist nichts mehr. Komm hier, du! Ja, so ist es. Hau mir den Hamm, hau mir. Postawam, jak powinien jestem non. Ach, co, bo chlebu dałeś. Chlebu dałeś. Poślano. Imam uporabu, jedna žena bježi, pruža otvor. To znači kod košetača. Privatni, ostavite me na miru. Hitni, pošalji pomoć. Ma kako vas nije sramota, imam privatni problem. Ajmo, ko je najbliži tamo nekode košetača, znači kolega treba pomoć. Šta je to? 9, 5, 9, 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 Mama! 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 I gospođa je uhićena. Pa nije to vreći stvarno. Pa te ja sam i tebe. Pa kako vas nije sramota? Pa kako vas nije sramota? Pa ništa nisam. Dajte da gospođu drugu ruku. Ne, ne, da. Ostavite me na miru. Pa kako vas nije sramota? Ja, o pomoć! O pomoć! Da, gospođo, mora policija postupa i ne može se... Pa mi se stvarno... Dajte drugu ruku. Nisam ništa napravio. Dajte drugu ruku, gospođo. Pa kako vas nije sramota mene? Pa mi... Pa mi... Dajte drugu ruku, gospođo. Ne, da, ostavite me na miru. Dajte drugu ruku. Ostavite me na miru, šta sam vam radila? Kako vas nije sramota, šta sam vam radila?
Wollt ihr noch was sehen? Im folgenden Fall wird die Polizei gerufen in ein Lokal in der kroatischen Küstenstadt Zadar. Es würde laute Musik aus dem Lokal dringen. Daraufhin kommt die Polizei und bittet den Herrn hier, wo Sie jetzt sehen, seinen Ausweis zeigen. Er sagt der Polizei, er macht es gleich, er wolle seine Pizza fertig machen, das dauert nur eine Minute. Daraufhin nimmt ihn die Polizei fest, er sieht ja, mit welcher Gewalt sie das tun. Dieses Mädchen zieht den Polizisten am Arm. Sie wird später auch verhaftet werden, nachdem der hier abgeführt wird. Später wird dieser junge Mann blaue Flecken haben, weil er Prügel im Auto bekommen hat. Und das Ganze unter der Ausrede, er hätte sich gegen die Staatsgewalt gegensetzt. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir sehen hier, dass der junge Mann nichts, aber gar nichts getan hat. Ja. Und was tut die deutsche Polizei in dem folgenden... Снимай, нормально. Снимай, то есть, покажи фото.